Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Witcher Wild Hunt. Ja, beim letzten Mal haben wir den Greifen besiegt. Ziemlich genau an dieser Stelle. Und ja, das ist auch der Grund, weshalb hier der Kopf hängt. Das Greifen. Ja, war eine sehr... Ja, eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Weil, ja, der hat ja im Prinzip nur, also der Greif hat ja nur um sein Weibchen getrauert. Und wir haben ihn nun erlöst. Ja, das war eigentlich der Grund, weshalb der Greif so aggressiv war den Menschen gegenüber. Weil sie haben die Eier, also das Nest zerstört, mitsamt der Eier und... Eine unschöne Geschichte. Ja, auch unrühmlich, aber ja, der Hexer verfolgt halt in erster Linie seine eigenen Ziele. Und dabei muss er halt das machen, was letztendlich einen Hexer ausmacht, also Monster killen. So, tja, jetzt ist es noch Nacht, also sehr stimmungsvoll auf jeden Fall, aber... Na doch, ich lasse es noch Nacht. So, wir haben nämlich neulich auch hier an dem Brunnen und Umgebung etwas gefunden. Und zwar ein paar Gegenstände, die uns vielleicht von Nutzen sein könnten. Ja, vergleichen wir mal. Ja, ziemlich identisch. Chance auf Bluten. Ah, muss man sich halt aussuchen, ne? Also entweder man möchte eine erhöhte Chance auf Bluten oder... Aber wir haben da einen Slot bei diesem Schwert, was wir ausgerüstet haben. Also ich glaube, das werden wir noch behalten. Der Schaden spricht eigentlich auch für sich. So, was haben wir denn noch gefunden? Aha, eine Jägerhose. Na, die ist natürlich unserer Ausrüstung unterlegen. Na, vielleicht können wir die mal verkaufen bei Gelegenheit. Ne? Ja. Plus 10, minus 10. Kermohener Rüstung. Boah, ziemlich. Was ist das hier? Ein Temirischer Dolch, ja gut. Hat vielleicht eine schnellere. Ach, den, das können wir noch nicht benutzen, dann sind wir noch zu schwach. Ja, benötigt Stufe 4. Ach so, Moment. Der Gambeson, den wir gefunden haben, ist doch besser. Aber er hat weniger Elementarresistenz. Resistenz gegen Schaden durch Monster. Also ist ideal eigentlich für Monsterbekämpfung. Aber andererseits hat der kidarische Gambeson mehr... Wird es eigentlich ausgesprochen? Gambeson oder Gambeson? Ich glaube Gambeson. Durch Bohrungsschaden. Ja, da mal zerschmettern. Also wir können es ja mal antesten. Die sieht jetzt zwar nicht so schön aus, aber es geht ja in erster Linie um die Funktionalität. So, unsere Trophäe ist auf jeden Fall ausgerüstet. Ja, genau. Wunderbar. Na gut. Probieren wir das einfach mal. So... Dann reiten wir mal zurück zu den Nilfgaardern, bei denen wir uns die Belohnung abholen können. Achso. Oh, hier sieht es ja geheimnisumwittert aus. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja. Oh!
Au, au, eine Erscheinung. Können wir es schon mit ihr aufnehmen? Das werden wir gleich erfahren. So, ich probiere es einfach mal. Weil diese Orte der Macht, die bringen uns zusätzlich auch Fertigkeitspunkte. Und wie ihr ja wisst, brauchen wir die, um... Oh, da ist jemand. Benötigen wir die Fertigkeitspunkte, um uns weiter zu skillen, letztendlich, ne? Oh, verschwunden. Braucht sie ja auch. Oh. Aha. Lasst mich raten. Die kann ich wieder nicht so ohne weiteres angreifen. Da brauchen wir wieder unsere Falle. Genau die hier. Oh. Oh, oh. Mhm, sie wird auch. Na, heilen wir uns erstmal eine Runde. Auch auf die Gefahr hin, dass der wahrscheinlich dann wieder die volle Lebensenergie hat, diese Erscheinung. Nee. Irgendwie heilen wir uns nicht. Was ist los? Doch. Aber sehr langsam. Ich glaube, ja, da stand doch irgendwas, dass es bei Nacht langsamer geht. Oh Gott, ja. Naja, ich weiß doch, Geralt. Genau, da steht's ja auch. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Wunderbar. So, können wir hier beten. Das sieht so aus. Oh Gott, ja. Das sieht richtig mittelalterlich aus, ne? Nein. Können wir die anzünden oder ausmachen? Mhm. Gibt's hier noch was drin? Lesen. Na. Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Ferreris. Der kinderlos in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd nach einem Schlaganfall verstarb. So. Möge Militele ihm seine Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. Ja. Offenbar das Beste. So. ja, Feuerschaden, das wollte ich. Denn hier ist wieder ein Wespennest oder ein Quatsch. Kriegen wir bestimmt wieder Honigwaben. Ja, 4 sogar. Hat sich ja gelohnt. Schön. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja gut, ich kann nochmal. Dann weiß ich nicht, ne? Also die Erscheinung war auf einmal weg. Ist erhöht. Tränenauge. So, was haben wir denn hier schönes? Hexersicht. Oh Gott. Hm, seltsam. Ah, ich trinke ab und zu mal was nebenbei. Also, falls ihr was klingeln hört, das ist dann ein Löffel in der Tasse. Ja. Ich gewöhne mir das irgendwie nicht ab, den Löffel aus der Tasse zu nehmen. So. Aber das gehört so zu meinen Angewohnheiten. Also wenn ihr einen Löffel klingeln hört, dann wisst ihr Bescheid. Saftschack ist wieder unterwegs. Ah, ja. Na? Hier können wir noch ein bisschen Screen oben einsammeln. Na, hier vibriert es jetzt auch.
Da unten? Das riecht ja förmlich nach Katakomben. Einem Dungeon. Ach Leute, hier findet man wirklich an jeder Ecke was. Das ist der Hammer. Krähenauge wieder. Krähenauge. Und diese Pilze. Die scheinen nur in der Nähe von Leichen zu wachsen. Die hatten wir auch schon bei der Mittags... Oh. Hier haben sie sich nicht mal mehr getraut, den Toten anständig zu begraben. Na gut, kann man ihn vielleicht auch nicht übel nehmen. Ich meine, wenn es da spukt und in dieser Welt spukt es halt wirklich. Sind nicht irgendwelche Geräusche, die natürlichen Ursprungs sind. Sondern hier sind es dann wirklich irgendwelche Erscheinungen und Geister, die den Leuten das Leben schwer machen. Egal, gehen wir einfach mal rein. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Nochmal? Oh, das reicht jetzt aber. Seltsam. Jetzt können wir das öffnen, ja? Nee, ich glaube, die Tür müssen wir aufschießen. Quasi. Naja. Da geht's hinab. Irgendwie habe ich bei der Sache ein sehr ungutes Gefühl. Und werde jetzt doch erstmal meditieren. Ah, da ist ein Fragezeichen da oben. Dann bin ich da wieder dran vorbei. Mehrere Fragezeichen. Gehören die zu einer Quest, oder wie? Ach, es scheint unterirdisch zu sein. Ist alles... da drunter scheinbar. Ach. Okay. Gott, ist das geil. Ist natürlich in der Nacht am atmosphärischsten. Keine Frage. Aber, Leute, tja, was bringt's denn, ne? Wir heilen ja nur so stümperhaft langsam. Hier noch Schönes. Bewachter Schatz. Oh oh. Schatz ist ja gut, aber wenn er bewacht wird. Ich werde an der Stelle mal speichern, ne? Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu unheimlich hier. Da nur gespeichert. Ich kann wohl gar nicht speichern. Hallo? Dann gehen wir wieder vor die Tür. Magie, ein Ort der Macht. Nein, irgendwie klappt es nicht. Was ist mit dem Ort der Macht zu tun, dass wir nicht speichern können? Können wir dem was wegnehmen? Nee. Na, das kann aber nicht wahr sein. Warum speichert er hier nicht? Ja, dann machen wir es halt auf die andere Art. Ne? So sieht's aus. Na, also jetzt geht's wieder. Aber schnell speichern geht momentan nicht. Keine Ahnung. Oh Leute, ich will jetzt nicht langweilen hier. So. Gehen wir einfach mal hinein. Und meditieren. Haha. Aber bis zum Morgengrauen. Denn es ist ja auch noch relativ atmosphärisch. So. Okay. Schließen. Heilen wir nämlich auch schneller, ne? Richtig? Ja, wesentlich schneller. Aber machen wir mal ein bisschen Licht hier.
Geralt, es werde Licht kommen. Da ist auch noch Licht. Ich kann mal damit die Geister verscheuchen. Oder wir provozieren ihr Erscheinen. Eins von beiden. Oh! Kavalleriehandschuhe. Ja. Die gucken wir uns doch direkt mal an. Besser. Aufschlitzenschutz. Resistenz 2% sogar. Elementarschaden. Die sind doch nicht mehr ganz so gut erhalten. Was haben wir denn hier? Tja, ich weiß nicht. Ja, es ist alles entweder... Es gibt hier auch nicht so die hundertprozentige ultimative Rüstung. Klar werden die mit der Zeit besser. Momentan ist es halt noch nicht so. Ja, geht die Flamme nicht an? Doch. Nein. Ausmachen. Man scheint hier nicht anmachen. Ach, so ein Rätsel. Mit Reihenfolge, nicht wahr? Aktiviere die Flamme in der richtigen Reihenfolge. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich hab's doch geahnt. Ah, der hat noch den Schaden von vorhin. Au! Na also. Haha. Wunderbar. Gut, stand jetzt da was? Von wegen, ja. Empfohlene Stufe 3. Oh. Dauert noch ein bisschen. Flieder und Stachelbeere. Abgeschlossen. Achso. Kermohen, Weißgarten. Durchgeknallt. Neue Ruf haben wir noch nicht gemacht, ja. Ja, gut. Nee, steht nichts dazu. Also eher eine kleine Nebenaufgabe. Hoi. Gildörfer Schwert. Meistergegenstand. Langschwert, Jägerhandschuhe. Nochmal. Na, mal gucken, vielleicht haben wir was ganz Brauchbares dabei. Brief des Hexers. Kulgrim von der Wiebernschule. Schema Viper Silberschwert. Auja. Auja, auja, auja. Neue Quest. Suche nach der Vipern-Ausrüstung. Die macht der partout nicht an, ja. Vielleicht können wir das ja mit dem Zeichen machen. Mit Hilfe des Zeichens, genau. Ach, haben wir eine Ausrüstung. Ja. Klappt's. Naja. Wenn es denn auf die
Abkömmliche nicht funktionieren. Ne? Ach, hier liegt ja auch jemand. Hallo? Ja, nochmal an. Flamme an. Hat er hier nicht bei den Fantastic Four? So. Vielleicht haben wir ja auch irgendwo eine durchlässige Wand. Ich denke mal, das könnte sich lohnen, das auszutesten. Vielleicht auch nicht. Was meint ihr? Soll ich es testen? Ob hier noch eine Wand ist? Eine verborgene? Also jetzt wissen wir zumindest, dass wir... Also jetzt werden wir uns das noch merken, dass wir hier waren. Gut, jetzt stand da was von wegen Quest, ne? Schatz suchen. Aha, finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Wiedmann-Schule. Nur zwei? Ja. Auf der Reise durch die verarmten Lande Velens und die ehemalige temerische Grenzregion fand Geralt Hinweise auf einige Schemas zum Herstellen legendärer Ausrüstungsgegenstände, welche von den Hexern der Wiebernschule getragen worden waren. Die Neugier und die Aussicht, solch unbezahlbare Objekte erhalten zu können, veranlassten ihn, der Spur nachzugehen. Ja, ach so, das ist unsere erste Aufgabe. Kohlgrims Überrest haben wir gefunden. Na, dann lesen wir uns doch mal den Brief durch hier. Brief des Hexers Kohlgrim. Sein ganzes Buch. An Ivar Bösaug, Rektor der Wiebernschule. Ich habe jetzt alle legendäre Schemas gefunden, die einst unserem Orden gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im temerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen, mich zum Sündenbock zu machen und mir die Entführung einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie eins der Schemas und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine temerische Recht berufen und ein Ordal verlangt, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Mein Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geistern befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief. Werf die Schmiede an, wir haben einiges zu tun, Kulgrim. Ah, der gute Kulgrim, leider hat das nicht geschafft. Aber gut, das soll jetzt nicht unser Schaden sein. Ganz im Gegenteil. Heieiei, ich liebe ja sowas. Was haben wir gemacht? Haben wir auch gemacht, gut. Ach so, ich wollte hier nochmal die Wände abprüfen.